Hallo Freunde, hier ist euer Fox aus dem Foxy's A-Team. Am 6. November kommt ja die neue Map Extension raus, also vom Ark. Das ist das neue DLC, das dritte und das letzte vorerst. Und wir schauen uns hier mal ein paar Bilder an, wir analysieren die auch mal und gucken so, was wir da so entdecken. So wie hier, wir sehen hier ein ganz normaler Rex. Da unten in der Ecke, da sehe ich so ein Alien-Wesen. Also dieses Tier erinnert mich sehr an dieses Alien von den Filmen da. So sieht es hier ziemlich aus. Langes Schwanz. Sieht auch sehr, ja, sehr düster aus und wieder unterirdisch. Dieses große Wesen da, ob man das zähmen kann, das mag ich zu bezweifeln. Ähnelt auch wieder sehr Eislandschaft, also von der Island-Map. Eure Meinung ist natürlich gefragt, was erwartet ihr von dieser neuen Map? Da bin ich mal auf Kommentare gespannt. Wir schauen uns mal das nächste Bild an. Und das ähnelt jetzt sehr auf Operation. Diese Kletterfunktion unterirdisch, aber geht natürlich auch raus. Also es dürfte eine spannende Sache werden, was da so bei rauskommt. Jetzt kommt natürlich noch ein kleines Foto, was ich gern auch nochmal analysieren möchte und was ihr davon haltet. Das fand ich sehr spannend, da oben sieht man deutlich ein Asteroid. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Dieser Rex, ich gehe mal davon aus, das ist ein Rex, der hat ein Kostüm an oder er ist so wie dieses Kostüm, was wir so allgemein kriegen tun im Moment. So auf diese Event da, wo wir jetzt schon Füße, Arme haben und so. Das dürfte noch eine interessante Sache werden. Da oben hat man auch einen Fliegvogel in den gleichen leuchtenden Style gesehen. Könnte ein Petri sein, vielleicht aber auch was Neues. Dann gibt es ja noch diese neuen Funktionen wie Kisten in der Luft jagen. Also ich bin da doch echt mal gern auf eure Meinung gespannt, was ihr so erwartet und ja. Das war so mein kleiner Einblick und ja, bin da mal gespannt, was daraus kommt. Ich werde da garantiert auch ein Video mal von machen. Das dürfte noch eine spannende Zeit werden. Vielen Dank, euer Fox aus dem Foxy's A-Team. Ciao!